Also ich weiß nicht, soll mich das überraschen überhaupt? Ja, wie viele Kondensstreifen habe ich heute schon gesehen? Ich weiß nicht, 7, ja. Also 7 richtige Kondensstreifen, ja, die maximal nach 2 Minuten völlig verschwunden sind, dass man absolut nichts mehr sehen konnte. Ja, jetzt von Lobau, ja, also von in Flussrichtung Donau, von der linken Seite, ja, also weiß ich nicht, was da genau ist, Groß-Enzersdorf, ja, parallel mit der Donau, wiederum ein Chemtrail Richtung, gegen Flussrichtung der Donau, leicht über die Donau, also dann irgendwo kommt es über den 20. Bezirk dann, ja, hinter die Sitauer. Ja, was soll man dazu sagen? Und es ist ganz sicher kein Kondensstreifen. Also man sieht es eindeutig auf der Art, wie sich das verbreitet. Ja, also es dehnt sich aus. Es verschwindet nicht, es wird nur dünner. Also ich meine, die Dichte, die Verdichtung, diese Chemikalie, die da ausgesprüht wird, von einem ursprünglich satten, dichten Zustand, wie sich das verbreitet und die Dichte erniedrigt wird, ja, also es wird immer mehr und mehr durchsichtig, also man sieht immer mehr und mehr durch die Partikel, das schon, aber man sieht eindeutig, dass diese Partikel permanent in der Luft bleiben und diesen Streifen wird man viele Stunden als noch ursprünglichen Streifen erkennen, außer es kommen die Winde und diesen Streifen quasi auseinanderwehen, so dass man nicht mehr nachvollziehen kann, dass das ursprünglich ein Streifen war. Ja, der Streifen versucht zwar die Feuchtigkeit auf sich zu nehmen, aber nicht sehr schnell, deutet wiederum darauf, dass da oben, boah, weiß Gott wie hoch, weil das kann zwischen 8000 und so üblicherweise 14000 Meter sein, ohne jetzt das zu prüfen. Also da wird die Feuchtigkeit nicht sehr hoch sein. Da unten am Boden ist sie schon relativ höher gegenüber gestern. Also man würde so logisch denken, wenn es da unten feuchter ist, wird da auch oben feuchter sein, ist nicht so. Also den ersten Chemtrail von heute haben wir schon am Himmel.